Grundsätzlich bringen sie viele Vorteile. Man muss sehen, eine Vermittlungsplattform, die bringt einerseits den Investoren Nutzen, weil ein weiterer Kreis von Investoren, das können eben auch Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen sein, eben den Banken, können eigentlich über eine Vermittlungsplattform Offerten abgeben für Kredite an Gemeinden. Und das ist der große Vorteil aus Investorensicht. Also man kann sich diesen Markt mit sehr wenig Aufwand erschließen und Gemeindekredite finanzieren. Und auf der anderen Seite haben auch die Gemeinden einen großen Vorteil. Sie können ihre Kreditwünsche quasi auf so eine Plattform stellen und können sich dann mit sehr wenig Aufwand einen breiten Kreis von potenziellen Geldgebern erschließen, können die beste Offerte auswählen und bringen es so natürlich hin, eventuell die Finanzierungskosten noch etwas zu senken.